Texte einleiten und zusammenfassen. Wie leitet man einen Text zu einer wirtschaftswissenschaftlichen Aufgabe ein? Wie fasst man ihn zusammen? Die Einleitung und die Zusammenfassungen sind wichtige Bestandteile einer studentischen Arbeit. Es gibt Personen, die ihre Gedanken gut geordnet haben. Sie fangen beim Schreiben mit der Einleitung an und hören mit der Zusammenfassung auf. Viele schreiben vorher aber einige Abschnitte und beschäftigen sich erst am Schluss mit der Einleitung und der Zusammenfassung. Wie auch immer Sie vorgehen, beachten Sie die folgenden Hinweise. Was steht in der Einleitung? Lesen Sie mal Einleitungen aus studentischen Arbeiten. Sie werden sehen, dass in der Einleitung fast immer über den Ablauf des Textes informiert wird. In der Einleitung sollten Sie den Inhalt der einzelnen Abschnitte und den zentralen Gedankengang kurz skizzieren. Dafür können Sie Verben benutzen wie definieren, beschreiben, darstellen, erläutern, analysieren und so weiter. Sie können ich verwenden, ich analysiere in diesem Text, oder das Passiv, in diesem Text wird etwas analysiert. Entscheiden Sie sich für eine Variante. Außerdem verdeutlichen Sie den Ablauf durch Verbindungswörter wie zunächst, anschließend, außerdem, danach, zum Schluss und so weiter. Wenn Sie wissen, wie Ihr Text aufgebaut ist, ist die Übersicht über den Ablauf einfach. Weniger festgelegt ist, wie man in das Thema einleitet. Sie sollten auf jeden Fall deutlich machen, um welche Frage es geht und welches Ziel Sie verfolgen. In unserem Fall lautet die Frage: Welche Arten von Kaufentscheidungen beeinflussen den Kauf von Kleidung in einer Boutique? Das Ziel ist, ein Marketingkonzept für eine Boutique zu entwickeln, bei dem die Typen der Kaufentscheidungen berücksichtigt werden. Sie können auch den Hintergrund und die Relevanz des Themas darstellen. Aber Vorsicht, fangen Sie nicht mit Adam und Eva an. Und Sie sollten auch nicht den gesamten Inhalt vorwegnehmen. Bleiben Sie bei der Vorstellung des Themas und der Frage, der Sie im Text nachgehen, und dem Ziel der Arbeit. Noch zwei Tipps. Erstens muss die Einleitung zum Text passen. Die Frage, die Sie nennen, muss auch Gegenstand des Textes sein. Der von Ihnen beschriebene Aufbau muss auch zutreffen. Zweitens sollten Sie Einleitungen von studentischen Arbeiten aus den Wirtschaftswissenschaften lesen. Schon bei der dritten oder vierten Einleitung werden Sie das Muster erkennen. Die Zusammenfassung ist, wie der Name schon sagt, eine Zusammenfassung. Sie sollte die Ergebnisse enthalten. Sie können die Frage wiederholen und sollten Ihre Antwort auf die Frage nennen. Neue Überlegungen stellen Sie nicht an. Ein Student fasst seinen Text zu den Kaufentscheidungen so zusammen: Es wurden vier Arten des Kaufverhaltens vorgestellt und es wurde argumentiert, dass das sozial abhängige Verhalten und das Impulsverhalten beim Kauf von Kleidung in einer Boutique besonders relevant sind. Außerdem nennt er seine Antwort noch einmal. Daher wurde ein Empfehlungsmarketing in Verbindung mit einer geschickten Präsentation der Kleidung im Verkaufsraum empfohlen. Das ist eine gute Zusammenfassung seiner Argumentation.
So leitet man Texte im Wirtschaftsstudium ein und fasst sie zusammen.